Hallihallo, hallöle und willkommen zurück zu Skylanders The Swap Force. Wir wollten das Türchen öffnen. Mit Schock und Strahl. Wie die beiden knuddeligen Dinger heißen. Oh. Ich hätte davon auch gern mal hier so ein Kuscheltier. Gibt's bestimmt doch auch. So, jetzt muss ich hier aber erstmal irgendwie. Bin ja bescheuert. Schlittenfahrt, 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 hurrei. Mann. So, jetzt hier hinten, zack, zack, bop, bop. Dann hier, dann wieder zurück. Dann darauf, dann wieder zurück. Rott. Ich der blaue nehme ich dahin. Den kann Strahl wieder drüben. Den geht blau runter. Dann geht Schocki runter. Holt sich erstmal seinen Blitz. Strahl holt sich sein. Dann fahren wir wieder zurück und haben wir das Schloss geknackt! Das sag ich doch. Was lauert im Schatten? Da ist die Häuptline. Ich sehe sie da drüben, aber es ist ruhig. Fast schon. Psst. Zu ruhig. Und das Tor ist offen. Reich über alle Maßen. Lass mir hier alles einsacken, was man einsacken kann. Nicht zu nah ans Tor, nicht, dass er das auch noch öffnet. Gibt's denn noch irgendwas? Außer ein Spittelchen? Ne. Schade, aber. Wäre ja schön gewesen, ne? Was für ein Glück, die Skylander! Wir sind gerettet! Da, Häuptlinge, die Skylander! Ich wusste immer schon, dass die Skylander zurückkommen. Wir brauchen sie. Yes, wir haben's. Was waren hier? Samenpakete, Gegnerziel, keine Skylander besiegt, hä? Achso, wurden keine getötet oder keine Ahnung. 12 von 13, 3 von 4 Schatzkisten, 2 von 3 Seelensteine. Ja, den anderen habe ich irgendwie, bin ich nicht drauf gekommen, also. Muss anscheinend doch. Wow, ich wusste nicht, dass sie so alt ist. Griebels! Entschuldigung! Kann die nicht ausstehen? Wenn ich noch einen Griebel sehe, platz ich! Entschuldigung! Legen wir los! Legt mal eine Schippe zu! Oh Mann, okay, eure Schäfigkeit, nicht aufregen. Also, wie startet man das überhaupt? Wow. Sehr nice. Sieh sie dir an, Glamshex. Diese dummen Griebels machen aber auch gar nichts richtig.
Das ist genug! Ausschalten! Trotz meiner Armee von fiesen Schwachköpfen habe ich die nötigen Informationen aus dieser weltverbessernden Häuptlinie gequetscht. Dank meiner unvergleichlichen Überredungskünste kenne ich nun, zumindest fast, mehr oder weniger den Aufenthaltsort der vier Elementarwesen hier auf den Wolkenbruchinseln. Ah, sehr gut, Meister. Was ist dein Plan? Ganz einfach. Ich visioniere einfach nur eines dieser jämmerlichen Wesen. Wenn sie sich dann treffen, um ihr magisches Ritual zu vollführen, wird der gesamte Vulkan visioniert. Und wenn der visionierte Vulkan ausbricht, verbreitet sich die Finsternis in den gesamten Skylands und macht mich, Chaos, zum Alleinherrscher. Inspirierter Plan, Sir. Ja, und zum Glück können die Skyloser nichts dagegen tun. Mit sehr viel Glück, ja. Was hast du gesagt, Clumshanks? Nun, es ist nur, die Skylander halten dich halt meist auf. Meist immer. Weißt du, Clumshanks, ich zweifle ernsthaft an deinem Engagement für das Böse. Hast du gesagt? Nichts wird deinen makellosen, einmaligen Sieg verhindern, Lord Chaos. Ah, viel besser, böser Glumshanks. Ich möchte, dass du die Fisinator-Operation an der Ausgrabungsstätte überwachst. Wir brauchen so viel versteinerte Finsternis wie möglich. Ja, Lord Chaos, ich sorge dafür. Lass das. Bist du ja wieder, Skylander. Vielen Dank, dass du die Häuptlinie wieder nach Holzhausen gebracht hast. Sie ist die Einzige, die mit den alten Elementarwesen reden kann. Ohne sie kämen sie niemals zurück. Die Häuptlinie trifft sich gerade mit den anderen Ältesten in der großen Höhle, aber sie lässt sich ja bald nach dir schicken. Es gibt noch immer viel wieder aufzubauen, aber dank dir haben wir wieder Hoffnung, Skylander. Wo wir gerade dabei sind. Tucks neuer Laden steht kurz vor der Eröffnung und er könnte sicher deine Hilfe brauchen. Na klar, Tuck ist da oben irgendwo, wa? Yeah. Tuck! Schön, dich zu sehen, Skylander. Ich bin gerade dabei, Tucks Einkaufsparadies zu eröffnen und könnte etwas Hilfe gebrauchen, als Gefallen quasi. Na, was meinst du? Je schneller ich eröffnen kann, desto eher kann ich was verkaufen. Schnapp dir am besten erstmal den Stapel Holz da drüben. Wir brauchen Regale für die Auslage. Das ist ja das Einfachste. Und... Push, 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 push. Wunderbar! Siehst du, für dich ist das gar kein Problem. Nö. Jetzt brauchen wir ein paar von den Blättern da, um das Dach damit zu schmücken. Ne, das ist ja das Einfachste. Blätter holen. Zack. Da haben wir es auch schon. Schöne ist, wie die hinter ihm hinterher schwimmen. Gute Arbeit, Skylander. Fast haben wir es. Jetzt brauche ich nur noch ein schönes großes Schild. Werbung ist alles in diesem Geschäft. So, wo ist das Schild? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Kann ich das hier eigentlich kaputt machen? Ja, aber ich finde da nichts. Das ist auch schade. Ach doch, hier ist ein Ring. Okay. Da.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Schild aussieht. Danke für die Hilfe, Skylander. Jetzt kann ich den Laden endlich eröffnen. Hier ist eine Kleinigkeit als Dank. Ein Flügelsaphir. Nur zu, nimm ihn nur. Juhu, ein Flügelsaphir. Flügelsaphir gefunden. 2% Rabatt auf alle Objekte und Fertigkeitsverbesserungen. Flügelsaphire bringen Rabatt. Je mehr du davon sammelst, desto weniger zahlst du für die Verbesserungen und Objekte, die du kaufst. Da Tax Einkaufsparadies nun eröffnet ist, komm doch herein und sieh dich etwas um. Hier kannst du wählen, welche Arten von Objekten du in meinem Laden ansehen möchtest. Such dir was aus. Und hier kannst du dir die einzelnen Objekte wie Hüte und andere tolle Sachen anschauen. Aha. Manche Objekte sind noch nicht verfügbar, aber komm regelmäßig wieder vorbei. Es werden immer neue Dinge freigeschaltet. Okay. Legendäre Schätze. Bonus-Missionskarten. Glücksbringer. Das ist ja noch Janus freigeschaltet, außer die zwei Hüte da. Ist echt toll, dass du die Häuptlinge gerettet hast, Skylander. Das hätten nicht viele Leute umsonst gemacht. Du bist wirklich was Besonderes. Ich habe gehört, sie will dir persönlich in der großen Höhle danken. In dem riesigen Baum, direkt da in der Mitte. Wer weiß, vielleicht gibt es ja eine Belohnung für dich. Ich hab doch gesagt, ich will doch gar keine... Aber egal, wir gehen hin, mal gucken, was er zu sagen hat. Unsere Häuptlinge. So. Wow. So, hier, der Strahl muss auf den grünen rauf. Schock hoch. Strahl so. Dann kann der nämlich da, dann kann Schock dahin, sich den Weg frei bahnen, sich blau holen. Der kann sich grün holen. Ist scheißegal und wir sind fertig. Yeah. Dann ist er da mal Um diese Kiste zu öffnen, brauchst du einen lieben Skylander. Hammer. Leise, aber tödlich. Wisst ihr Bescheid, ne? Leise, aber tödlich. Och, es regnet die Kohle. So, dann wollen wir mal nach vorne zur Häuptlinge vorrücken. Danke, dass du mich gerettet hast, Skylander. Ich bin die Häuptlinge von Halshausen. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich fürchte, die alten Elementarwesen sind in Gefahr. Jetzt, da Chaos weiß, wo er sie finden kann, musst du sie beschützen und dafür sorgen, dass sie sicher wieder hierher zurückkehren. Wenn ihnen etwas zustoßen würde, wäre das eine Katastrophe für die Skylands. Wenn du startklar bist, geh zu Tessa. Sie kennt den Weg zum ersten Elementarwesen, dem alten Flashfin. Kapische. Tessa ist... Da ist der Täschen. Was soll das überhaupt darstellen? Ich weiß es nicht. Könnte aber Eichhörnchen. Aber die ist so freundlich wie ein Häschen. So, Abrinder. Achso, muss ich hier erst den hier? Bist du bereit, physische Perfektion ja. zu erreichen, die es mit meiner Aufnahme Ja, natürlich. So, haben wir. Wollte ich auch noch holen?
Und Baumakrobatik. Drücke Dreieck, um einen schnell akrobatischen Move zu machen. Halte Dreieck gedrückt und überschlage dich mit L in eine bestimmte Richtung. So, Puckklingenheilige. Entwickelt Stealth Elves Klingangriffe weiter. Oder entwickelt Stealth Elves Vogelscheuchenfähigkeiten weiter. Ich nehme die Klingangriffe. Gut, also wir brauchen noch eine Menge Kohle. Wir können ja mal gucken, ob wir bei der Hexe was machen können. Fürchte die Finsternis. Nö. Lightcore. So. Ja, haben wir schon mal 1500. Knochenmauer zu erschaffen. Finde ich gut. Wupp. Dann rufe bis zu 4 Schädel für deine Schädelregenangriff herbei. Ja, nehmen wir. Was soll's. Und da haben wir nichts. Und dann gucken wir noch mit Blazezone, was wir da noch so veranstalten können. Ach, da haben wir schon ein bisschen was. Alter, hier habe ich aber auch Kohle. Können wir uns mal ein bisschen was verbessern hier? Zündung. Erfülle Bomben mit Feuer. Flammenbombenversuche verursachen bei Gegnern erhöhten Schaden. Oder heftige Reaktion. Erhalte eine Explosion. Explosive Flammenwand für alle Gegner davon faked. Sieht ein bisschen effektiver aus. Nehmen wir. Nur bevor wir jetzt den nächsten kaufen, was ich glaube, nicht kaufen zu können, sage ich doch, gucken wir mal, was wir an den Beinen machen können. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Bereits zum Abheben. Halte Raketensprint aufzuladen und Gegner in der Nähe Schaden zuzufügen. Nehme ich. Dann erhöhter Rüstungswert. Frisch aus der Stahlpresse. Panzerplatten. Ja, warum denn nicht? So, und dann haben wir es auch schon fertig. Dann haben wir jetzt alle fertig. So, dann gehen wir mal hier rüber zu den Übungspuppen. Und wollen wir mal gucken, was dazu kann. Bart! Hammergeil, hammergeil. Genau so. Habe ich gerade das Schaf angezündet? Oh ja. Aber ich wollte bei der Hex mal gucken, wie diese Mauer aussieht, die sie da machen kann, diese Knochenmauer. Das ist bestimmt ein Highlight. So. Ja. Der Schädelring. Bam, 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 bam. Ist ja geil. Ich kann durchgehen. Aber anscheinend die Gegner denn nicht. Macht schon Laune. Ich kann auch immer so schön springen hier. Tessa erwartet dich am Flughafen. Geh so schnell wie möglich zu ihr. Danke. Ich hätte es fast vergessen. Ich dachte, du sagst mir was anderes. Naja, gut.
Mit Tessa, unserem Eichhörnchen, Schrägstrich Häschen, quatschen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch was. Bis dahin. Ciao!